Hallo Leute, willkommen bei Team Kong. Wir fangen nun mit dem eigentlichen Spiel, mit der Kampagne von Minecraft Legends an. Das Intro hatten wir ja bereits im letzten Teil. Nun gehen wir zum zur eigentlichen Geschichte, zum eigentlichen Gameplay über. Bei Minecraft Legends handelt es sich um ein Strategiespiel, um ein Echtzeitstrategiespiel. Da ist es wichtig, dass man von Anfang an konzentriert am Ball bleibt. Das heißt, das grundsätzliche Prozedere besteht ja darin, dass man gewisse Rohstoffe wie Holz oder Stein abbaut. Daraus kann man dann wiederum etwas konstruieren. Wenn man gewisse Konstrukte errichtet hat, kann man daraus wieder andere Gebäude oder Einheiten daraus errichten oder rekrutieren. Und das die ganze Steuerung, das ganze Gameplay muss halt in Fleisch und Blut übergehen. Das dauert ein wenig. Man muss sich darauf einlassen, aber wenn man solche Spiele mag, wie ich zum Beispiel, macht das sehr viel Spaß. Die Geschichte beginnt damit, dass die Piglins diese kleinen rosa Monster ein Dorf angegriffen haben. Und wir als der große Held, der die Minecraft-Welt retten soll, müssen nun dorthin zu Hilfe eilen. Dabei helfen uns zunächst einmal uns die Piglins lassen Lapis fallen, kleinere Einheiten, indem du deine Spawner anfeuern kannst. Sammle den wir können aber auch Lapis, hier hier selbst ausgehen. Zum Schwert greifen, vergiss verkehrt nicht, aus. Spawner zu bauen, um einfach Verbündete durch Tastendruck zu beschwören, die an deiner Seite kämpfen. Noch schwächeren Piglins ja, zerschlagen. Und dann können wir auch daran gehen, Golems zu rekrutieren. Dafür brauchen wir Spawnplätze. Und danach können wir dann eine gewisse Anzahl an Einheiten beschwören. Da gibt es eine Obergrenze. Mal schauen, inwiefern sich das später nach oben hin erweitern lässt. Jetzt rufen wir hier mal die Golems zusammen. Also vor dem Beginn der Kampagne, den ihr jetzt seht, war noch ein kleines Tutorial. Wurde das so ein kleines bisschen angegangen, das Ganze, aber muss dann ins eigentliche Spiel übergehen, damit man das wirklich von der Steuerung her und von der Logik verinnerlicht. Jetzt haben wir hier einige dieser Golems, die können wir per Tastendruck, ähnlich zum Beispiel wie bei Pikmin, in eine bestimmte Richtung ausschwärmen lassen. Zum Beispiel um feindliche Gebäude, Strukturen zu zerstören oder auch auf Gegner. Und dann erledigen die Arbeit für uns, unterstützen uns dabei. Hier geht es erstmal darum, da wurden die Dorfbewohner eingekerkert von den Piglins und wir müssen nun irgendwie die Gitterstäbe, die Gefängnisse aufbekommen. Dann nehmen wir nochmal die Golems. Ja, erste Gefängnis haben wir geöffnet. Ja. Und dann haben wir auch schon die letzten Piglins vertrieben. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir das Dorf wieder etwas in Stand setzen. Aber das Dorf ist verwüstet. Die Piglins haben den Brunnen in eine Ruine verwandelt. Eine Zimmermannshütte kann nahegelegene Konstruktionen reparieren. Lass die Helferlein dir eine bauen. Gebäude reparieren. Und dann errichten wir noch diese Zimmermannshütte. Und warten darauf, dass sie fertiggestellt wird. In der Zwischenzeit, wenn man auf eine Fertigstellung wartet, kann man immer hingehen, neue Materialien abbauen mit den Helferlein. Und dann haben wir dieses erste Dorf auch schon gerettet. Ihr habt damit einen kleinen Überblick über das Gameplay von Minecraft Legends gesehen. Vielen Dank für euer Abo. Weitere Videos folgen. Ich wünsche euch
Viel Erfolg und bis bald.